Hey, habt ihr schon von der coolsten Sache auf dieser Welt gehört? Arg! Einsam! Macht mich nachdenklich. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir... Ha. Einsam. Arg. Was ist noch passiert in dieser Gesellschaft? Und zusätzlich würde ich sagen, wir haben unser Team inzwischen vollständig. Ich meine, Tröti. Über Tröti könnte man streiten, aber ansonsten, wir sind gut dabei. Das heißt, wir sollten mal die anderen Pokémon noch trainieren. Was bevorzugst du, Fisch im Meer oder im Fluss? Außerdem, seht ihr das? Ich trage mein T-Shirt, das ich nie veröffentlicht habe. Ich habe mich mal bei Amazon Merch beworben. Da habe ich das eine Mal zum Testen reingeschickt. Das hier, also nicht öffentlich gemacht. Und ich denke auch nicht, dass das das beste Motiv ist. Müssen wir auf jeden Fall überarbeiten. Auf jeden Fall. Habe ich deines Interesse irgendwie verloren. Da habe ich mich nie weiter darum gekümmert. Ach ja. Und seitdem habe ich das T-Shirt seit einem Jahr oder so beim Schrank. Mit dem Jahr meine ich seit einem halben Jahr. Eines Tages werde ich mich bestimmt darum kümmern. Lassen wir Nana den Kampf machen. Ich habe das Gefühl, Robli ist noch nicht bereit, dagegen gegen einen Nachtara anzukommen. Der hat vielleicht doch ein, zwei Punkte zu viel in Verteidigung. Rasierblatt. Ich sollte, oh Gott, was war der Name? Wundersaat. Ich sollte Nana auf jeden Fall Wundersaat geben. Ich habe das Gefühl, das könnte den Angriff noch ein bisschen erhöhen. Und ein bisschen mehr Angriff ist nicht unbedingt eine Sache, die allzu sehr schaden würde bei Nana. Ich meine, man könnte natürlich Wort darüber verlieren, ob es nicht sinnvoller wäre, vielleicht auf Nanas Stärken aufzubauen, statt versuchen, ihre Schwächen auszubalancieren. Aber es geht hier um Angriff und es ist ein Pokémon-Spiel. Ein bisschen Angriff hat doch nie geschadet. Warum klang es gerade so, als ob die Musik irgendwie steck geblieben wäre? Tohaido. Das ist gefährlicher Knabe. Wir werden trotzdem mal eben zu Robby wechseln. Robby sollte auf jeden Fall einen Angriff von Tohaido ausdenken können. Tohaido macht Raserei. Das hat sich so ein... Na, wobei es hat Rauhaut. Nein, wir versuchen es gar nicht erst. Wir wechseln hier drüber zu Nana und machen ein Rasierblatt. Es geht hier nur darum, Robby zu trainieren. Dann wiederum sollte ich vielleicht einfach irgendwo ins hohe Gras gehen und Robby da trainieren, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das irgendwie hier von hier aus zu versuchen. Dann wiederum geben die Trainer mehr Erfahrungspunkte. Also, vielleicht ist... Ich brauche EP-Teiler. Ich denke, das fasst der... Oh, Zubiris wäre auch ziemlich cool. Ich denke, das fasst die Problematik am besten zusammen. Wenn ich einen EP-Teiler hätte, hätte ich kein Problem. Ich habe keinen EP-Teiler, also habe ich ein Problem. Wie viel Schaden werde ich mit... Ich meine, ich bekomme keinen Bonus, wenn ich es jetzt mit Robby besiege statt mit Nana, aber ich will schauen, wie viel Schaden Blizzard machen würde gegen Level 7 Zubiris. Ich weiß gar nicht, ob Level 7. Ah ja, Blizzard ist noch kein Stab. Ach ja. Robby ist ja nur ein Wassertyp und noch nicht Wassereis. Ah, das ist unvorteilhaft. Das heißt, die Eisangriffe sind aktuell noch wirklich unvorteilhaft. Das war mein Satz, dass es unvorteilhaft ist, weil die Angriffe gerade noch unvorteilhaft sind. Gibt es ein Problem damit? Wie ich auch hoffe. Ja, das waren keine Erfahrungspunkte. Hey, Level 15 für Nana. Angler Alois oder Alloy. Hier beim Tiefseefischen habe ich auch hier gerade zu spektakulär verloren. Apropos Alloy, hier Horizon 2 kommt raus. Das wird ziemlich cool. Ich mochte Horizon 1 sehr. Horizon Zero Dawn. Weil jedes Mal, wenn ich das sage, sagt jemand, redest du von Forza Horizon? Ja, ich rede von dem Rennspiel, das ich noch nie gespielt habe. Und nicht von Horizon. Lass mich in Ruhe. Ich habe das so oft gehört. Immer wenn ich es anmerke, heißt es, meinst du Forza Horizon? Nein, meine ich nicht. Ich meine das richtige Spiel. Nicht dieses dumme Rennspiel, in dem man irgendwie alle Ingame-Autos für echtes Geld kaufen muss. So ein Schwachsinn. Auf jeden Fall. Was will ich jetzt machen? Will ich schauen, was für Pokémon in der Höhle sich rumtreiben und da trainiere ich dann vielleicht der Robly ein bisschen. Moment. Ich habe Route 106 was gefangen, aber noch nichts in Faustau Hafen. Das heißt, wir werfen direkt mal nochmal die Angel aus. Und zwar dort, wo mich niemand sehen kann. Ich weiß, ich könnte es auf Select setzen, aber ich weigere mich. Ich habe nicht vor, die Angel so oft einzusetzen. Wir haben ein Pokémon am Haken. Und... Oh, es ist Octillery! Octillery ist so cool! Aber wir haben leider schon Robly. Oh, ich will Octillery auf jeden Fall mitnehmen. Dann wiederum will ich Octillery... Mmh.
Will ich Robby vielleicht aus dem Team kicken für Artillerie? Ich glaube, Robby werden sich sinnvoller. Weil es einfach viele Eisangriffe lernen wird. Aber Artillerie ist cool. Es lernt die Octazooka. Es gibt nicht viele Pokémon, die Octazooka lernen. Die Octopus-Artillerie. Octillery saugt sich mit seinen Tentakeln am Feind fest. Es betäubt seinen Gegner, bevor es ihm den Rest gibt. Ist sein Feind zu stark, speit es Tinte aus und flüchtet. Wir nennen es einfach Octi. Octillery. Das gute alte Octi. Wir schauen uns Octillery mal an. Und dann entscheide ich, was ich für richtig halte. Aber wahrscheinlich sollte ich wirklich bei Jugend bleiben. Es ist verlockend. Das ist halt ein wirklich cooles Pokémon. Verankert den Körper. Verstehe. Hart müsste, glaube ich, neutrales Wesen sein. Es sind auch wirklich hohe Stats. Ich will Octillery. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Robly. Ah, ich will Octillery. Ich will Octillery viel mehr haben. Es tut mir leid, aber es ist, wie es ist. So, kann ich mal eben zurück vielleicht? Wir müssen zurück nach Blütenburg, ja. Interessante Sache ist hier, dass man nicht mal die Arena machen muss, bevor man nach Graveport City weiter kann. Das heißt, diesen Orden hier, den kann man auch als, ich glaube, als 5. oder 6. Orden machen. Interessanterweise. Wir werden ihn als 2. Orden natürlich machen, aber wenn man das will, kann man ihn sehr viel später machen. So, ich bin jetzt zurückgegangen, damit ich meine Pokémon etwas trainieren kann. Ich denke, im Wald sollte ich Octillery gut trainieren können. Vor allem, wenn wir da einen Stolos finden, dann sollte das ein paar Erfahrungspunkte für uns rausrücken können. Und hier wieder findet man deinen Stolos. Ein Nidoqueen! Oh, das gibt auch eine Menge Erfahrungspunkte. Nidoqueen sieht auch dumm aus in Generation 3, beziehungsweise in Smaragd. Sie hatten damals noch alle im Großen und Ganzen verschiedene Sprites. Deswegen kann ich nicht einfach nur Generation 3 sagen. Ich glaube, Feuerrot und Blattgrün hatten sie auch zusätzlich noch andere Sprites. Also, Rubin hat der andere, Saphir hat der andere, Smaragd mehr oder weniger. Dann Feuerrot und Blattgrün hatten auch jeweils noch eigene. Oder waren sie bei Rubin und Saphir gleich? Ich weiß nicht mehr. So, auf jeden Fall mit Gold und Silber hatten sie verschiedene. Mensch. Die Japa-Bäre hat aber eine Menge geheilt. Ein Glück, dass du die Japa-Bäre dabei hattest, die Queen. Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwo noch die TM Raub herbekommen, denn irgendwas sagt mir... Oh, das sind so viele Erfahrungspunkte. Irgendwas sagt mir, dass man mit Raub wirklich cooles Zeug erklauen kann in dem Spiel. Und jetzt verzeiht mir. Und entschuldigt mich, ich muss trainieren. Oh, ein Corazon. Oh, Schnuff und Trüti haben Item gefunden. X-Angriff und... X-Angriff. Hey, das ist ziemlich gut. Ich hätte nämlich gerne ein bisschen X-Angriff. Und jetzt werden wir zum ersten Mal versuchen, Feurio etwas zu trainieren. Ich plane, dass ich ungefähr mit... das ist ein schlechter Gegner. Ich würde gerne mit Feurio und Octi ungefähr auf Level 12 sein, bis ich wieder nach Forsterhafen zurückgehe. Das heißt, das strebe ich ungefähr an, das zu erreichen. Auch Feurio braucht dringend Training. Level 7 ist kein Level, das jemals ein Glurak haben sollte. Okay, also ich habe trainiert. Feurio auf Level 14, weil es wirklich schnell ging, und Octi auf Level 12. Und ich will Octi lieber gegen irgendwelche Trainer trainieren, das ist dauert sonst ewig. Hyotyperheiler von Schnuffi, dankeschön. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Höhle in Forsterhafen. Arr, Pecko. Okay. Also, die Höhle, unser nächstes Ziel. Da werde ich auf jeden Fall erstmal die TM... Blitz ist der TM in dem Spiel, richtig? Hey, es ist recht dunkel. Die Forschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorm Spiel schon mal war, Troy, das war gut vorgelesen, hat mir Blitz gegeben. Das ist eine VM. Das heißt, um diese VM zu verwenden, brauchen wir erst den Orden der Arena von Forsterhafen. Dementsprechend Arena-Zeit. Ich wollte die Arena eigentlich nach der Höhle machen, aber... Oh, wenn ich die Wahl habe, nicht blind durch die Höhle zu tappen, dann würde ich diese Möglichkeit unglaublich gerne wahrnehmen. Denn sonst sieht es genauso aus wie hier gerade. Und das ist nicht schön. Das wünscht man niemandem. Ach, komm schon. Ich suche die Trainer. Jeder Trainer, den wir besiegen, sorgt dafür, dass unser Sichtfeld etwas erweitert wird. Voltilam.
Wir haben es hier also mit einer Elektroarena zu tun. Das heißt, Octi ist wahrscheinlich eine denkbar schlechte Wahl. Wenn wir aber jedoch an Knoggers denken, habe ich das Gefühl, Knoggers sollte diese Arena erneut im Alleingang ziemlich gut hinbekommen, ehrlich gesagt. Ich meine, ist Knoggers, also was soll schief gehen? Knochenkeule! Sie ging daneben, das kann schief gehen. Ja, das ist sowas von der Knoggers Arena. Was ein bisschen schade ist, wir haben so ein ausgeglichenes Team, aber im Endeffekt... Ich meine, ich könnte vielleicht schauen, dass ich ein, zwei Kämpfe mit Nana mache, aber... Ich denke, Knoggers wird definitiv der sein, der die Arena zu Ende bringt. Ich meine, es wird einfach so viel schneller gehen. Wir werden Zeit sparen. Außerdem... ich muss mal kurz wohin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay! Willkommen zurück. Ich bin zurück. Willkommen. Oh, 2 gegen 2. Oh, das wird kritisch. Es könnte kritisch werden. Elektro-Pokémon sind jetzt nicht mehr bekannt dafür, ungefährlich zu sein. Sie haben jeweils nur 1 Minon und Plusel. Oh, wirklich? Oh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Nicht allzu hoch ist die Antwort. Was für ein Zufall. Ich weiß noch nicht ganz, warum ich jetzt beide das gleiche Pokémon habe angreifen lassen, aber... das wird schon stimmen. Ich wünschte, es gäbe mehr 2 gegen 2 Kämpfe in Pokémon, beziehungsweise... Ich wünschte, es gäbe mehr Pokémon-Spiele, in denen man nur 2 gegen 2 Kämpfe macht. Ich denke, das war eine Sache, die wirklich gut funktioniert hat in Pokémon XD und Kolosseum. Generell habe ich das Gefühl, man kann... 2 gegen 2 Kämpfe haben mehr Potenzial als 1 gegen 1, denke ich. Könnte interessantere Dinge damit machen, wenn man mehr Fokus darauf legen würde und... Ich kann mir sogar vorstellen, dass irgendwann mal wieder noch ein Teil kommt, der sehr viel mehr auf 2 gegen 2 setzt. Weil 1 gegen 1, weiß nicht. Ist immer das Gleiche. Ich meine, man kann natürlich auch eine Menge machen und so verstehe ich mich falsch, nur 2 gegen 2 kann man noch so viel mehr machen. Außerdem kann man mehr Kämpfe machen, mehr Erfahrungspunkte bekommen, ohne viel mehr Zeit zu investieren. Und man kann beide Pokémon eins zum Gegner angreifen lassen, um es möglichst schnell loszuwerden. Was in der Theorie ziemlich stark klingt, aber wenn ihr mal Pokémon XD und Kolosseum gespielt habt, ist euch bewusst, dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellen würde. Wenn da zwei starke Pokémon sind, das ist noch so viel problematischer, als wenn da ein starkes Pokémon ist. Dieser letzte Kampf gegen einen Typ mit, na Moment, er hatte nicht mal sein Lugia. Mit Arctos, Zapdos, Lavados. Ich glaube, dann hatte er noch Brutalander. Nein, er hatte Dragoran. Ich weiß, er hatte eine Menge starke Pokémon. Das war äußerst problematisch. Dann will ich eigentlich jetzt zurückdenken. So, wo ist der nächste Trainer? Da. Hallo, nächster Trainer. Wenn du vorbei bist, musst du erst an mir vorbei. Ach so, stehe. Ich muss vorbei, um vorbeizugehen. Okay, notiert. Hat Elektroball eigentlich Schweber? Ich glaube, Elektroball hat irgendeine Fertigkeit mit Schallangriff oder sowas. Ja, oh, das war ein Schallangriff. Das sieht nämlich in dem Thread ein bisschen aus, als ob es Schweber hätte. Das ist eine Sache, die mich immer irritiert. Es gibt so viele Pokémon, die aussehen, als hätten sie Schweber. Und dann gibt es welche, die nicht so aussehen, als ob sie sie hätten und sie haben Schweber. Wie zum Beispiel dieses eine... Oh Gott, dieser eine Elektroball aus Generation 5. Warum hat der Schweber? Der sieht überhaupt nicht so aus. Das müsste, glaube ich, der vorletzte Trainer aus dieser Arena sein. Und ich will mich nicht zu sehr selbst loben, aber Knoggers leistet ausgezeichnete Arbeit. Wir haben generell jetzt so hohe Plus- und Minundichte hier aktuell. Also okay. Ich meine, es ist schließlich der obligatorische Pikachu-Klon. Der muss auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Dieses Plus als Schweif sieht so dumm aus. Ist noch gar nicht so weit überlevelt, wie ich das gedacht hätte an dem Punkt. Ich dachte, dass Knoggers... bis wir so weit sind, ungefähr 80 Level über den anderen Pokémon sein wird, aber es hat kaum Level-Ups bekommen, weil es generell schon wirklich hochgelevelt ist. Die wilden Pokémon geben ja viele Erfahrungspunkte. Allein im Wald von Blütenburg, ist es der Blütenburg-Wald? Ich glaube schon. Da gibt es wilde Pokémon auf Level 5, die 180 Erfahrungspunkte geben, das ist die Queen zum Beispiel. Und dieses Puzzle von dem Trainer hat gerade eben auf Level 13 330 gegeben. Das ist nicht so viel mehr, wie man meinen würde. Dementsprechend kann man wirklich einfach trainieren in dem Randomizer. Kann man generell einen Randomizer nehmen. Es kommt immer drauf an. Es gibt auch viele Gegenden, wo einfach gefährliche Pokémon unterwegs sind. Okay. Ich bin Camillo, der Rehleiter von Fausterhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden.
Willst du mich wirklich herausfordern? Zeig mir, woraus du gemacht bist. Okay. Dann zeige ich dir, woraus ich gemacht bin. Pikachu? Wenn du einen Kugelblitz brauchst, dann kann ich dir den tauschen. Ich nehme Überreste oder einen Beulenhelm als Gegenleistung. Ich glaube, Beulenhelm gibt es nicht in Generation 3. Ich glaube, der kam jetzt in Generation 5. Ich nehme trotzdem einen. So, wir behalten im Hinterkopf, dass ich von einem guten Schlag getroffen wurde. Das könnte potenziell brenzlig werden. Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass Knoggers extrem kurzen Prozess mit der Arena machen sollte. Das ist jetzt weniger optimal. Oh, aber weit entfernt von dem Hindernis. Ah. Ich glaube, Zapdos müsste sogar Donnerschock schon können auf Level 16. Das heißt, ich sollte eher weniger auf Schnuffi gehen. Das ist so ein dummer Name. Ah. Ich sollte weniger auf Schnuffi auswechseln. Denn Schnuffi würde den eventuell nicht so gut wegstecken, wie man sich das erhofft. Noch ein super Trank. Mir gehen die Kopflüsse aus. Das Pokémon hat ja Zwinger. Was wisst ihr, wie viel Kopflüsse ich machen kann? Noch zwei. Ah, shit, was mache ich denn überhaupt? Ich muss auswechseln. Ich heile mich erstmal. Ich bin Hypertrank. Machen wir einen Supertrank? Super. Supertrank. Okay. Dann macht Zapdos Schnabel, so wie jedes Mal. Macht kaum Schaden. Und wir wechseln mal eben zu Schnuffi aus. Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht machen will. Aber die zwei Supertränke haben einiges geändert, okay? Oh, dieses Zapdos ist gefährlich, wenn man nicht gerade einen Boden-Pokémon hat. Oh Gott. Okay. Okay. Dieser Kampf wäre anders ausgegangen, wenn ich kein Boden-Pokémon dabei hätte. Das kann ich euch versprechen. Okay, das sollte die letzte Kopfnuss sein. Oh Gott. Hätte schief gehen können. Ich meine, nicht realistisch gegen Knoggers, aber dennoch. Beziehungsweise, wenn die eine Kopfnuss jetzt... Ich hätte jetzt keine weitere mehr gehabt. Ab jetzt hätte alles schief gehen können. Und ein Fritzelblitz. Nicht das größte Problem. Und Knochenkeule, komm schon. Hat sich auch noch Knochenmarang als Angriff? Ich glaube, Knochenmarang war so ein Fünftreffer-Angriff. Ich hoffe, den lernen wir irgendwann noch. Ich meine, will man von ausgehen. Aber hey, das war die Arena. Camillo war, glaube ich, sein Name. Der Kampf Camillo wurde besiegt. Huiuiui, du hast größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Wow, Surfer, du hast mich absaufen lassen. Der Knöchelorden von Camillo! Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Du kannst sie vor dem Blitz auch außerhalb des Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine haben. Eine technische Maschine? Protzer. Protzer ist hilfreich. Und wir haben ihn im Pokémon-App eingetragen. Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Wenn es okay ist für dich. War ein netter Kampf. Sein Zapdos war ein bisschen kritisch, aber kein Problem für mich. Ich bin schon mit größeren Vögeln fertig geworden. Mit dem Lavados, um genau zu sein. Ich bin mir sicher, Lavados ist ein bisschen größer als Zapdos. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben eine Menge geschafft heute. Ich glaube, es ist nicht der längste Part, aber der ist okay. Ich habe viel Zeit mit Training verbracht. Ich weiß nicht genau, wie viel. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal nehmen wir die Höhle in Angriff und werden wahrscheinlich Forster Hafner direkt auch wieder verlassen. Passenderweise. Aber ja, das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.